Also die Arbeiten, die wir hier sehen, die Ausstellung, die trägt den Titel Points in Time. Momente, Augenblicke, und in meiner Arbeit, da geht es sehr stark um Zeit. Also auf der einen Seite sehen wir hier Skulpturen, dreidimensionale Objekte, die einer Kaugummiblase nachgebildet sind. Und die Kaugummiblase zeigen in dem Moment, kurz bevor sie zerplatzt. Also es wird ein Zeitpunkt fixiert, fast fotografisch, aber in einem dreidimensionalen Sinne. Und die anderen Arbeiten, die man sieht, das sind Arbeiten, die auch wieder sehr stark mit Zeit zu tun haben und mit einem Moment wieder. Platten, die eigentlich ursprünglich so rigid sind, und es geht eigentlich sehr viel um den Prozess des Abnehmens, also dass das Papier abgeschabt wird, beziehungsweise eigentlich mit einem Schwamm abgewaschen ist, und das ein sehr langwieriger Prozess ist, aber mich interessiert hat, eben auf den Kern zu kommen, der Gipskern, der innen quasi ist, weil ich sehr viel mit Gips arbeite und dann irgendwo gefunden habe, diese Materialien sind halt überall auf der Straße, liegen halt Rigipsreste rum. Und ich habe angefangen, die mitzunehmen und zu schauen, was dieses Material quasi, wie weit ich da gehen kann im Prozess so weit zu bearbeiten und eigentlich zu minimieren von dem, was es eigentlich ist, bis da quasi nur so die Reste vom Papier sind, die dann diese Struktur vorgeben, und ein bisschen so tun, als wäre es Malerei in dem Moment, wo es gehängt wird. Und dann klar, natürlich aufgelöst ist als Installation, und die Textschilder sind ein bisschen so wie aus so einem Gemälde, wo man eigentlich eine Inschrift hat von einem Bild, also der Text in dem Bild ist als Inschrift, als Messingtafel oder so ein naturhistorischer Moment, und die aber vom Text den Prozess eigentlich beschreiben, also das Arbeiten, mein Arbeiten mit dem Material, meine Beziehung eigentlich zum Material. Mein Name ist Melanie Ender, und das ist meine Ausstellung To Open Closed Forms, und die läuft schon seit einem Monat und läuft noch bis 22. 21. Dezember.